was solltest du posten und dir gehen die Ideen aus, das ist nun zu Ende. Denn Thomas hat hier was richtig Cooles im Angebot und zwar sein Social 365. Das heißt, dir werden hier das ganze Jahr über verschiedene Posting-Ideen ja, mit an die Hand gegeben und noch einiges mehr. Lass uns doch direkt einsteigen und schauen, was dich da überhaupt erwartet. Also, du hast hier einen ultimativen Redaktionskalender für 12 Monate mit 365 Posting-Ideen. Das heißt, von Montag bis Sonntag sind verschiedene Posting-Ideen vorhanden, die du für dich nutzen kannst. Was super ist, er gibt dir hier verschiedene Tipps. Ja, du kannst das hier zum Beispiel runterladen, das als PDF, diese Posting-Ideen. Du siehst, es ist für Januar, es geht auch ein bisschen weiter. Dann gibt es auch nochmal hier ein paar Videos auch, so Beispiele verborgener psychologischer Abfolgen. Auch das ist ja wichtig, dass du die Sachen entsprechend der richtigen Reihenfolge machst. Auch hier Beispiele von Menschen, die es oder Accounts, die es positiv umgesetzt haben, zum Beispiel jetzt hier, ja, Mitmachaktion. Du siehst hier auch, dass hier jemand das mitmacht, ja. Von daher, du kannst diese Sachen nämlich gut für dich nutzen und hast auch hier diese 365 Posting-Ideen der Top-Influencer aus den USA. Also das heißt, die sind schon erprobt. Ja, du kannst es runterladen. Die sind schon erprobt und du kannst diesen Content-Plan verwenden und einfach darauf aufbauen, weil du weißt ja, das haben schon Top-Influencer aus Amerika schon gemacht. Also das für dich nur noch umsetzen und los geht's. Ja, das ist der Vorteil, das ist richtig cool, das funktioniert richtig, richtig gut, weil es einfach schon getestet wurde. Genauso hier die 21 starke Engagement-Methoden, auch das ist richtig, richtig nice, weil du weißt dann ganz genau, Engagement ist auf Social Media sehr, sehr wichtig und mit diesem, ja, diesem Dokument und diesen Tipps hast du verschiedene Engagement-Methoden, die du für dich nutzen kannst und schauen, hey, wie kann ich denn meine Zuschauer, meine Fans, meine Follower dazu animieren, viel mehr Engagement mit mir zu haben, damit der Algorithmus das Ganze positiv wahrnimmt und dann natürlich auch entsprechend mich pusht. Genauso auch hier für den Social Media Auftritt, ja, nochmal für die verschiedene Anleitung, die verschiedenen Schritte, die du brauchst. Dann gibt es noch hier Themen für die Zielgruppe. Dann gibt es noch Sachen, die du beachten sollst, Zeiten, die du nicht posten solltest, dann falsche Kanäle, die du auf jeden Fall auch vermeiden solltest, wenn du einfach nur Zeit verschwendest. Und hier ist auch ziemlich cool, auch eine 30-Tage Content-Strategie, ja, auch hier kannst du es wieder hier runterladen, nach Ben Settle, diese Strategie. Und das ist auch ziemlich cool, weil du hast auf 30 Tage gleich mal Content. Ich meine, du hast hier 365 Tage Ideen für Content, aber hier gibt der Thomas noch ein paar Sachen mehr mit an die Hand. Genau, dann hast du hier noch so einen Online-Redaktionsplan, den du auch im Team benutzen kannst, weil das Ganze ist zum Beispiel hier auf Google Docs und das ist ja kostenlos und kannst das auch mit deinem Team sharen oder noch gemeinsam arbeiten. Gibt es noch eine Checkliste für strategische Planung und 510 außergewöhnliche Tweets zum Posten in Rekordzeit. Weil es sind auch schon wieder erprobt, er gibt es schon wieder, haben sie getestet und so weiter und so fort. Also sofern Twitter für dich natürlich interessant ist. Ja. Wenn nicht, du kannst sie auch weiterhin verwenden für andere Kanäle, das ist auch überhaupt kein Thema. Und du könntest diese Sachen theoretisch sogar für deinen Blog verwenden oder natürlich auch andere Kanäle. All das ist möglich. Und das war jetzt, glaube ich, hier, ist auch das Buch, ja, E-Mail Insider auch mit dabei, weil du so, ja, die Leads einsammeln kannst, dir eine E-Mail-Liste aufbauen kannst und dadurch natürlich auch enorm profitieren kannst, ja. Deswegen kann ich es nur so empfehlen, dass du das auf jeden Fall verwendest. Das ist ziemlich cool, weil du hast dann die Leute nicht nur auf Facebook oder auf Instagram, auf Social Media Kanälen, sondern auch auf deiner Liste oder in deiner Liste und die kannst du immer wieder anschreiben. Ja, da ist vollkommen egal, was passiert mit der Plattform, du kannst diese Menschen immer wieder anschreiben und somit auch etwas anbieten, wenn du etwas anzubieten hast. Das ist nämlich auch ein richtig großer Vorteil. Ja, und weil es eben 365 Posting-Ideen sind und gibt, hast du eben einen Vorteil, dass du dir einfach diese Gedanken nicht mehr machen musst und vor allem, weil das Ganze schon erprobt wurde in Amerika von diesen Top-Influencern, kannst du auch
erstmal, sag mal, sicher sein, dass das auch wirklich funktioniert. Nicht irgendwie, ja, bei den Haaren herbeigezogen ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach schmal ist. Das ist der Vorteil und ich finde es ziemlich cool. Der Preis dafür ist auch wirklich Peanuts, weil das, was da an Arbeit steckt, die hier schon nur 365 Posting-Ideen auszudenken, nicht mal Ideen, ja, ist enorm. Dann die ganzen Postings und die ganzen Dokumente und alles, was du bekommst, die ganzen Engagement-Sachen, das ist ein No-Brainer. Und deswegen kannst du das auch wirklich nutzen, weil es echt günstig ist dafür. Es ist wirklich echt einfach schon geschenkt dafür. Ja. Es kostet nicht 1 Euro, aber es kostet auch wirklich nicht die Welt. Ich glaube nicht mal 50 Euro, was ich dafür bezahlt habe. Also das ist wirklich, wirklich nicht viel. Und ja, kann er das auf jeden Fall empfehlen, weil schon die ganzen Sachen, wenn du smart vorgehst, könntest du das Ganze sogar schon ewig nach vorne planen, je nachdem, was du für ein Tool nutzt, wie viele Accounts du drin hast, was du für ein Limit hast, könntest du das Ganze schon für Monate oder sogar für ein ganzes Jahr nach vorne planen. Und theoretisch kannst du das jedes Jahr neu laufen lassen, wenn du smart bist und das Ganze so auch nutzt. Genau. Ja. Ich finde das ziemlich cool. Definitiv sehr hilfreich. Von daher, du kannst es hier auch gleich draufklicken und gelangst auch gleich dahin und kannst das Ganze auch für dich sichern, damit du dir nicht mehr den Kopf zerbrechen musst, was poste ich denn heute, was poste ich denn morgen, und diese Routine einfach reinbekommst ins Posting, weil ja schon viel abgenommen wurde. Und dann kommst du einfach, dann baust du eine Routine auf, postest immer wieder, damit, und die Engagement-Raten nutzen, also Engagement-Trips, Ticks, Trips und Tricks, jetzt haben wir es, kannst du auch nutzen, diese Methoden, dann ist es auch so, dass der Algorithmus dann dich bevorzugt, ja, weil er sieht, hey, da ist was los und das mögen ja die Social-Media-Plattformen. So kannst du das Ganze für dich nutzen und ja, das wurde halt alles erprobt. Das ist eben der große Vorteil an diesem Social 365. Also hier unten kannst du es dir selber sichern und wir sehen, es rentiert sich auf jeden Fall, dass du es auch selber für dich nutzt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, ja, lass es einfach ausprobieren, du siehst, wie das Ganze für dich auch funktioniert. Bis dahin, ciao, servus.